Herr Bothe steht neben mir, ist der Merseburger Blitzerexperte, der Chef vom Ordnungsamt. Herr Bothe, wie viele Verstöße gab es denn im letzten Jahr? Also wir haben im Jahr 2016 insgesamt 25.400 Vorgänge an beiden Messanlagen, die ins System überführt worden sind, die also ohne technische Angriffsmöglichkeiten, also ohne dass die Fotos, die abzubilden sind, korrekt gewesen wären, die also tatsächlich ins System gekommen sind und dann auch als Ordnungswidrigkeit im Verwarngeldbereich oder im Bußgeldbereich verfolgt sind. Wie schnell war der schnellste Raser? Also wir haben dort auch schon Einzelfälle, Geschwindigkeitsüberschreitungen, die über 100 Stundenkilometer liegen, also bis 40, 50. Das sind ganz wenige Fälle. Wir haben auch eine Messung festgestellt, wo jemand mit mehr als 60 km/h zu viel unterwegs war. Und die werden dann auch entsprechend bestraft? Na, selbstverständlich. Soweit die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, wird das im Verwarngeldbereich durch uns verfolgt, als Verwarngeldangebot, wie man so schön sagt. Und darüber hinaus alle Vorgänge, die im Bußgeldbereich liegen, die werden hier in Sachsen-Anhalt vom Technischen Polizeiamt bearbeitet. Die werden also dann von uns nach Erfassung sofort nach Feststellung der notwendigen Angaben, wenn sie bei uns im System sind, an die zentrale Bußgeldstelle abgegeben. Wer ist denn schneller unterwegs, Männer oder Frauen? Kann ich so nicht sagen. Ich denke mal, wenn ich jetzt die Auswertung, die ich natürlich nicht selber an den Arbeitsplätzen mache, aber soweit wir das statistisch unterlegen können, bei den Vorgängen, die über meinen Tisch gehen, würde ich denken, sind es die Männer. Puh. Sind Sie auch mobil, mit mobilen Blitzern unterwegs? Ja, wir haben neben unseren stationären Anlagen zeitgleich, also in dem gleichen Jahr, 2014, im Sommer noch ein mobiles Messfahrzeug in dieses Dienstleistungspaket aufgenommen. Wir sind ja nicht Eigentümer der Anlagen, auch nicht des Messfahrzeuges. Da gibt es also einen entsprechenden Vertragspartner, Dienstleistungspartner, dem die Anlagen gehören, der auch für die technische Wartung entsprechend zuständig ist. Wir sind also von dem Zeitpunkt sozusagen die handelnde Behörde, wo das Foto erzeugt wird und in unser System überführt wird, und dann werden wir tätig. Haben Sie eine Zahl für mich, wie viel die Stadt Merseburg in die Blitzerkontrollen investiert? Da kann ich so mit einer Zahl nicht arbeiten, weil wir, ich sage jetzt mal, tatsächlich nicht Eigentümer der Anlage sind. Und wir haben also im Grunde genommen, ich sage mal, die Auswertung vorzuhalten. Und die machen wir mit unseren Mitarbeitern im Sachgebiet Verkehrsüberwachung. Und das wird im Prinzip, ich sage jetzt mal, so koordiniert und organisiert, dass entsprechend der Anzahl der Fälle auch die Auswertung und damit die notwendige Zeit investiert wird. Lassen Sie uns noch mal kurz über den Blitzer auf der B91 sprechen. Also beide sind auf der B91. Wie hat sich denn die Anzahl der Verkehrsverstöße verändert? Ins Positive oder gab es mehr Raser? Also wir gehen davon aus, dass die Einrichtung von stationären Messanlagen immer dazu führt, dass es nach einer Inbetriebnahme mit höheren Fallzahlen rückläufige Zahlen gibt, weil sich das Fahrverhalten der Ortskundigen natürlich anpasst. Das ist eigentlich auch ja der präventive Zielansatz für mobile Verkehrsüberwachung, soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass für Ortskundige gelegentlich nach unmittelbar dem Passieren der Messstelle dann eine bevorstehende Ampelkreuzung dann schon wieder etwas schneller angefahren wird, um dort noch bei Grün drüber zu kommen. Und deswegen werden gegenwärtig Vorbereitungen in Angriff genommen, um eine zusätzliche Rotlichtüberwachung zu installieren. Aha. Gab es Manipulationsversuche? Man hört ja immer wieder von so bösen Banden, die Blitzer zerstören. Haben Sie das in Merseburg schon mal erlebt? Also wir haben einen Totalverlust, das heißt also nicht wir, sondern der Eigentümer der Anlage. Durch ein Brandereignis ist eine Säule gleich im Jahr 2014, nämlich die von Halle Kommen Richtung Weißenfels, komplett zerstört worden, und die ist ersetzt worden dann im November 2014, als wir die zweite Säule installieren lassen haben.
Sind weitere Blitzer geplant oder bleibt es dabei jetzt? Also wir sind gegenwärtig dabei, das war jetzt schon mit der Verknüpfung des Stichworts Rotlicht, natürlich zu schauen, wie sich die Entwicklung ergibt. Gegenwärtig haben wir ein bestehendes Vertragsverhältnis, was optional bis 19 läuft. Das würde also bedeuten, dass die drei Teilbestände, die zwei stationären Anlagen und der mobile, bis zu diesem Zeitpunkt sozusagen die Fortführung finden. Dort wird es also gibt es eine geplante Veränderung auch gegenwärtig nicht. Aber wir werden natürlich sehen, wenn wir das Projekt Rotlichtüberwachung in Angriff nehmen, dort müssen wir damit rechnen, dass sich da auch ein anderer Partner ergibt. Und dann muss man schauen, was man dann in Folge an Veränderungen vornimmt. Man muss sich ja immer auf die aktuelle Entwicklung auch beziehen. Das erfolgt hier in Merseburg so wie auch in anderen Städten Sachsen-Anhalts, dass die sogenannten Verkehrsunfallkommissionen ja jährlich im Prinzip eine statistische Auswertung machen. Und man muss es eben einfach sagen, die Entscheidung in der Querfurter Straße oder vor der Querfurter Straße, der Kreuzung Querfurter Straße, ist tatsächlich eine richtige Entscheidung gewesen, auch wenn das viele nicht so sehen, weil das Verkehrsunfallgeschehen zumindest in den Jahren 2015 deutlich zurückgegangen ist. Das ist ja schön zu hören. Wann sind Sie denn das letzte Mal geblitzt worden? Das liegt Gott sei Dank inzwischen schon eine ganze Weile zurück, war nicht in meinem eigenen Zuständigkeitsbereich. Es war eine der ganz bösen Anlagen, die zwischen Chemnitz und Leipzig zu finden sind. Was mussten Sie damals an Strafe zahlen? Wie schnell waren Sie? Das verrate ich nicht, aber ich war 4 Wochen Fußgänger. Das sagt ja einiges. Ich habe jetzt noch eine Frage zum ruhenden Verkehr. Unser Blitzermobil, muss das eigentlich auf so einem öffentlichen Parkplatz 2 Tickets lösen? Weil das ist ja ganz schön lang und nimmt eigentlich 2 Parklücken in Anspruch. Die Frage habe ich vorhin versucht schon zu beantworten. Diese Parkplätze sind dafür nicht vorgesehen. Man sollte also im Prinzip, ich sage mal, baulich neu angelegte Parkplätze versuchen, dafür zu nutzen oder eigene Stellplätze, die für Wohnmobile vorgesehen sind, wie wir auch in unmittelbarer Nähe einen haben. Auf keinen Fall 2, aber es darf nicht verkehrsbehindernd geparkt werden. Hier ist dieser kleine Air-Ticket verdächtig, weil der nämlich nicht richtig eingeparkt hat. Der hat nämlich die entsprechende Markierung überfahren und nutzt das Parkfeld nicht ordnungsgemäß. Aber hier würde sich jetzt kein Handlungsbedarf ergeben, da definitiv keine Verkehrsbehinderung für den weiteren ruhenden Verkehr. Und es ist auch die Inanspruchnahme weiterer Parkplätze, ja, wie man gut sehen kann, möglich. Sollte also kein Problem sein. Üblicherweise ist es hier ein bewirtschafteter Parkplatz, aber die Parkuhr ist gegenwärtig gerade in der Erneuerung und insofern reicht also die Parkscheibe, wenn man sie denn im Auto mitführt. Herr Bothe, vielen Dank. Ich muss schnell umparken gehen. geblitzt.de. Kostenlos, Bußgeldlos.